Guten Morgen, Wissensdurstige und Durstiginnen. Das Wissen ist heute etwas müde, aber gegen Müdigkeit hilft kaltes Wasser. Gleich viel besser. Beantworten wir doch mal ein paar häufig gestellte Fragen. Genauer gesagt, ein paar sehr häufig gestellte Fragen. Ja, meine blaue Brille ist kaputt. Eigentlich schon eine ganze Weile, aber bisher war ich immer in der Lage, sie notdürftig zu reparieren. Mit Doppelklebeband, einem Kaugummi und einer Schlauchschelle. Aber das klappt nicht mehr. Deshalb werde ich sie in Zukunft wohl nicht mehr so oft tragen. Wir trauern um blaue Brille. Sie hatte ein langes und erfülltes Leben. Aber nun ist sie von uns gegangen. Naja, was soll's. Ich bin auch ohne Brille allwissend. Ich kann nur nicht mehr so gut sehen. Nächste Frage. Warum hasst man seine eigene Stimme? Stimme? Was? Stimme? Oder was steht da? Nun, wahrscheinlich hast du deine eigene Stimme nicht beim normalen Sprechen. Ich würde unwahrscheinlich gerne noch mit dir weiterquatschen, Mutti, aber ich kann leider nicht mehr sprechen. Meine Stimme ist unerträglich. Sondern du hast deine Stimme, wenn sie aufgezeichnet und wieder abgespielt wird. Das liegt daran, dass die Stimme, die du normalerweise beim Sprechen hörst, überhaupt nicht deine Stimme ist. Wessen Stimme ist denn das? Naja, zumindest nicht deine Stimme, die alle anderen hören. Denn andere Menschen hören nur die Schallwellen, die aus deinem Mund über die Luft zu ihnen herüberschwingen. Du dagegen hörst eine Mischung aus dem Schall, der über die Luft deine Ohren erreicht und dem Schall, der über das Jochbein, dem Unterkiefer und die Schläfe zum Mittelohr gelangt. Das klingt dann allerdings etwas tiefer und dumpfer. Das, was wir also täglich als unsere eigene Stimme wahrnehmen, ist nur eine durch Muskeln und Gewebe, bei mir hauptsächlich Muskeln, abgedämpfte Version unserer Stimme. Wenn du dann mal auf einer Aufnahme deine echte Stimme hörst, klingt das, als würde dein 12-jähriges Du aus der Vergangenheit zu dir sprechen. Ein bisschen gruselig. Wenn ich groß bin, möchte ich mal Astronaut werden. Oder Pilot. Auf gar keinen Fall YouTuber. Gibt es sonst noch was ich für euch tun kann? Ich erbitte das Unterlassen der Nutzung von Emojis. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Krobin, vielen Dank für Ihre Bitte um Unterlassung der Nutzung von Emojis. Anbei finden Sie das Formblatt 128 sowie die Zusatzerklärungen 067a und 067h. Nicht verwechseln, 67a und 67h sind zwei verschiedene. Und es heißt 067. Ach, wissen Sie was, kommen Sie einfach wieder, wenn Sie alle nötigen Unterlagen dabei haben. Und bis dahin... Bitteschön. Ich bin mit Abstand der sympathischste im Umkreis von 10 Kilometern. Aktuell in Brandenburg. Das ist gut möglich, Aplins Entertainment, dass du der sympathischste bist im Umkreis von 10 Kilometern. Wenn du dich allerdings aktuell in Brandenburg aufhältst, bist du im Umkreis von 10 Kilometern wahrscheinlich auch der Einzige. Aktuell. Wie kann man am besten eine aufreißen und sie am Morgen danach wieder loswerden? Solche Fragen bekomme ich oft, Dark Temple, und du hast Glück, denn wenn es darum geht, eine aufzureißen und sie wieder loszuwerden, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Das ist gar nicht so schwer, ich mache das fast täglich. Oh yeah. Yeah. Zieh dich aus. So, und jetzt hau ab aus meiner Wohnung. Da hast du Geld fürs Taxi. Wie findet ihr eure eigene Stimme? Das müsst ihr mir unbedingt in die Kommentare schreiben. Am besten mit eurer eigenen Stimme. Tschüss und bis bald.